Was geht? Willkommen auf meinem Shended Kopf! Folgendes. Mir fällt auf, immer wieder ist es so, Sascha, wieso schmerzt denn Weiß am Ende so viel mehr als Farbe oder als Black and Gray? Sascha, warum tut mir denn Weiß so weh, wenn du mir das rein tätowierst? Jetzt kommt noch Weiß, die Highlights, und dann sind wir fertig. Ja, und viele verkrampfen dann und merken, oh mein Gott, ich habe wahnsinnige Schmerzen. Es liegt aber nicht daran, weil es weiß ist. Man macht das nicht tiefer rein, man prügelt das nicht mehr in die Haut. Das hat alles damit nichts zu tun. Weiß ist weiß und schwarz ist schwarz und Farbe ist Farbe. Es ist im Endeffekt egal, was du nach diesem Prozess, nach diesem, sagen wir mal, ich habe jetzt eine Tagessitzung und wir sind jetzt 6 Stunden dabei und am Ende dieser 6 Stunden kommt jetzt kommen die Highlights, das heißt das Weiß. Also tätowiere ich jetzt das Weiß hinein und Leute sagen, ah, tut ganz schön weh, warum ist das so? Das fragen sie mich halt dann. Der Grund ist der, ich fange ja von unten wieder an, von unten nach oben völlig wieder das Weiß in die Haut, um damit diese Highlights entstehen, ne? Am Ende dieses Bildes, damit schön Lichteffekte halt zur Geltung kommen, zum Beispiel bei einem Gesicht oder bei einem Skull oder weiß ich was, Vogel, damit man einzelne Federn schön erkennt, damit man einfach sehen kann, dass das Motiv von irgendeiner Seite belichtet wird. Deswegen macht man das. Und das tut aus dem Grund mehr weh, weil die Hautporen sich bereits da unten in dem Bereich, wo ich hier unten wieder anfange mit Weiß, die beginnen zu schließen. Man kann auch von oben anfangen, das ist völlig egal, aber du hast ja ein Tattoo, dieses Motiv, was man halt tätowiert hat, das ist ja eine Wunde. Und diese Wunde, darf man nicht unterschätzen, die ist ja die ganze Zeit quasi offen und du hast Farbe hineingefügt. Und wenn du dann nochmal rübergehst mit Weiß oder... Das ist eigentlich völlig egal, mit was du rübergehst. Wenn du jetzt an dieser Stelle nochmal schwarz nehmen würdest, dann würde es genauso wehtun. Die Leute speichern das bloß so in ihrem Kopf ab, weil es halt eine andere Farbe ist. Deswegen sagen sie, weiß tut mehr weh. Ist es aber nicht. Es ist völlig egal. Du kannst, egal was für eine Farbe du nimmst, nach diesem Prozess dieser 3, 4, 5, 6 Stunden, die wir hatten beim Tätowieren, ist es so, dass es danach halt wehtut, egal an welcher Stelle. Es tut einfach nur höllisch weh und weiß ist einfach ätzend. Aber muss man auch wieder sagen, weiß bringt das Tattoo so zur Geltung, dass es einfach nur... Voila, Mama sieht da, dass es gut aussieht. Das ist also der entscheidende Grund. Es ist völlig normal, Hautporen schließen sich halt nach einer, weiß nicht, nach 20 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde. Und wenn du dann plötzlich nach 6 Stunden wieder rüber gehst, ist doch kein Wunder, dass es wehtut. Also es hat nichts mit Weiß zu tun, das wollte ich nur mal klarstellen. Das, was ich hier in die Kamera natürlich sage, sind alles Dinge, das sind Informationen, die von mir kommen, ne? Das bedeutet... Ein anderer Tätowierer könnte dir jetzt erzählen, das ist so und so und so und so. Und kann natürlich auch recht haben. Ich sag nur so, wie ich es empfinde. In diesem Punkt bin ich der festen Überzeugung und auch der Meinung, dass ich damit recht habe. Es tut halt mehr weh, weil die Hautporen sich bereits schließen. Egal, was für eine Farbe du einsetzt. Es tut einfach weh. Es ist nur das Auge. Wenn du dann siehst, oh, plötzlich am Ende der Sitzung kommt Weiß. Ist klar, dann sagt dir dein Kopf, ah, weiß tut weh, andere Farbe, andere Farbe. Ist es aber nicht. Alles gleich. Peace, over and out.